Es ist 5.30 Uhr. Der frühe Jäger schießt den Elch allen. Wir machen uns auf die Socken. Wieder mal hier in der Map oder auf der Map Leighton Lake. Und ich bin gespannt, was wir heute erledigen. Sieht gut aus. Ja, Handy glänzt wieder. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf die Socken. Also legen wir los hier. Rein ins Abenteuer. Wir sind, ja, wie gesagt, in Leighton Lake. Auch die letzten Tage im Stream mehrfach da gewesen. Und jetzt geht es so langsam mal, ja, ans Eingemachte. Wir müssen natürlich auch die ganze Map noch ein bisschen erkunden. Und aus diesem Grunde freue ich mich, dass der Wind gerade ein wenig gnädig ist und ich endlich mal Richtung Norden gehen kann. Ich suche, ja, eigentlich suche ich diese Roosevelt Warp. Pity Alden, die Wapitten, das wäre mal nicht so schlecht. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren die auch gerne mal hier oben im nördlichen Bereich oder hier Nordost. Ich meine auch sogar hier ganz weit oben. Also es gibt irgendwo weiter oben auf jeden Fall mehr Stellen. Und weiter als hier in der Mitte war ich halt bisher noch nicht. Das heißt, wir haben noch jede Menge zu entdecken auf der Map. Und hier kommen wir auch schon direkt zu den ersten Spuren. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So soll das sein. Gucken wir mal, was wir hier entdecken jetzt gleich. Oha. Schwarzwedel. Eine Gang Schwarzwedel. Eine ganze Gruppe. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wenn wir dann so in diese Richtung laufen. Dass wir denen einfach hinterherlaufen, so ein Stück weit. Wobei die schon sehr weit in Richtung Osten abdriften. Ich glaube, ich werde mal so lang, wie es irgendwie möglich ist. Auch Schwarzwedel, aber in die Richtung. Ich glaube, ich werde mal so lang, wie es irgendwie möglich ist, Richtung Norden gehen, solange der Wind halt mitspielt. So leicht dreht er ja auch schon wieder, der Wind. Ja, sehr alte Losung. Also, ich mache erstmal ein bisschen Strecke. Und dann machen wir uns halt, ja, ich würde sagen, erstmal auf halt hier oben Richtung des Wegpunkts hier oder des Aussichtspunkts. Ein bisschen mehr entdecken. Ja, ich glaube, da vorne haben wir doch schon das erste stehen, ne? Ne. Schwarzwedel. Schwarzwedel, weiblich, 120 Meter. Weiße. Oh, oh, oh. Männlich auch dabei. Sehr schön. Daneben doch noch ein männliches, oder? Stufe 4. Stufe 2. Guck mal, da Stufe 4 ist doch ganz interessant. Stufe 4, 150 Meter. Das ist doch interessant. Ich gehe auf jeden Fall erstmal in die Hocke. Die sind knapp. Sind die voreinander oder hintereinander? Das ist gerade schwer zu sehen. Okay. 150, 150, okay. Der ist der vordere auf jeden Fall, der höhere vom Level, das ist gut. Also, Stufe 4, wir sind auf 150 Meter. Was für Waffen haben wir denn heute dabei? Wir können ja nochmal eben schnell reingucken im Inventar. Mit dabei heute natürlich mal wieder den schönen, feinen Cullman Kaliber 22H für die, mit der Munition hier, für die Kategorie 1 und 2 und dann Kategorie 4 bis 9 Klassiker. 7 mm Express Magnum. Richtig geiles Gerät. Und ich finde vom Style her, die Optik hier von dem Ballermann mit diesem dunklen Holz, Metall, mit diesem silbrigen Beschlag drauf, Alter, mega, sehr, sehr sexy. Also, damit gehen wir heute rein und den rüsten wir dann auch jetzt gleich aus. Ich gucke gerade nochmal eben, ob die sich weiter bewegt haben. Haben sie tatsächlich. Der Zweier hat sich bewegt. Der Vierer, der ist der interessantere. Den wollen wir jetzt mitnehmen hier auf 150 Meter. Und wir schießen gleich, wenn er... Wir sind auf 150 genullt. Das ist gut. Wenn er gleich den Kopf hebt und ich versuche natürlich das Herz zu treffen. Wäre natürlich ideal. Sehr viel Bewegung hier. Kann ich noch runtergehen? Nee, ich bin sogar schon unten. So, gleich mal so ein bisschen
wenn er ready ist, den ersten Schuss abgeben. Einfach noch ein bisschen warten. Ich meine, man könnte jetzt natürlich auch reinschießen, aber dann ist nochmal der Hals quasi im Weg. Ist halt nicht so ideal. Ich versuche halt vorne direkt in die Brust. Von der erhöhten Position auch nicht ganz so easy. Aber zumindest, ja, sind wir relativ frontal drauf. Und wenn ich daneben schieße, sollte ich zumindest irgendwie einen Teil der Lunge treffen. Das sollte ganz gut gehen. So, und da ist es soweit. Und da liegt er. Ja, sehr schön. So, und da sind wir auch schon. Das war doch gut. Ich habe tatsächlich gerade noch ein paar Mal hinterher geschossen. Da waren noch zwei, drei, die ich ganz gut anschießen konnte. Das ist aber doch schon mal ganz stattlich hier. Goldwertung passt auch sehr gut. Vor allem Goldwertung beim Schwarzwedel, Weißwedel hatte ich glaube ich schon zuletzt. Da ist er. Wobei das Geweih, ich weiß ja nicht, Alter. Das sieht aus wie so ein abgebrochener Zweig, Alten. Naja. Kann man machen. Aber immerhin Goldwertung. Immerhin der erste mit Gold. Passt schon. Also mitgenommen hier. Und Level up auch noch. Haha, sehr schön. Da können wir ja gleich mal reingucken, was es gab. Ich gucke gerade noch mal eben nach den beiden anderen. Jawohl, der liegt da auch schon. Und einer war, glaube ich, noch da hinten im Gebüsch. Die pflücke ich auch noch mal eben. Alter, da fehlen mir ja die Worte, ey. Das ist schon ein Ding. Direkt die nächste Goldwertung mit einem deutlich ausgeprägteren Geweih. Ei, ei, ei. Das war aber auch ein bisschen mies getroffen im Wegrennen. Das war natürlich nicht so stattlich. Aber, naja, erwischt. Alles noch im fairen Bereich sozusagen. Nächste Goldwertung. Abgefahren, Alten. Warum auch nicht? So, und gar nicht weiter, viel weiter gelaufen. Und da sehe ich doch hier tatsächlich die Enten auf dem Gewässer. Und da soll es ja auch Verbesserungen gegeben haben, dass man die jetzt besser anlocken kann. Das ist natürlich ein Ding. Das wäre natürlich jetzt nicht so schlecht, auch einfach mal auf die Ente zu gehen. 200 Meter Entfernung. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Der Wind steht gut, wir wollten ja eh... Ne, wir wollten eigentlich nach Norden. Der Wind hat schon wieder gedreht. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Okay, wir suchen uns einfach eine andere Posi. Vielleicht gehen wir hier hoch. Einfach dem Gewässer entlang. Solange der Wind mitspielt, laufen wir einfach ein Stückchen weiter. Und wenn wir jetzt hier vorne auch noch die Chance haben auf Ente, wäre doch nicht schlecht. So, ich pirsche mich gerade hier an. Ganz geile Lichtsituation hier. Sehr, sehr krass. Gerade Sonnenaufgang sozusagen. Oha. Brunftschrei Elch. Auch nicht schlecht. Oh, guck mal da, die nächsten. Guck mal hier. Auch wieder Enten. Stufe 2, 96 Meter. Rabams, Alter. Nice. Das kann sich doch sehen lassen. Sehr schöner Winkel auch gewesen. Dass die direkt vor mir weggeflogen sind, war natürlich jetzt gerade sehr angenehm. So konnte ich einfach nur ein bisschen drüber aimen. Auf 100 Meter ein bisschen vorhalten. Und es hat funktioniert. Top. Gucken wir mal. Da sind sie auch schon. Da müssen wir gar nicht lange warten. Die kommen ja hier angeschwommen. Sehr schön. Cool. Endlich wieder auf Enten gehen und es klappt auch richtig gut. Ey. Goldwertung bei der kleinen Ente. Rabams. Cool. Sehr, sehr nice. Das kleine Entlein. Sehr, sehr, sehr cool. Mal gucken, wie die dann auch irgendwann... Na, ich hoffe natürlich auf Diamond noch. Dann zum Ausstopfen. Aber die nehmen wir jetzt erstmal so mit. Hier war doch noch eine.
Wo wäre sie denn? Wo wäre sie denn? Das ist natürlich jetzt ein Dingen. Also die Enten leider nicht zu sehen. Gut getroffen. Ich habe auch den Hund gerade nicht dabei. Von daher muss ich tatsächlich hier entweder suchen. Aber ich gebe da die Hoffnung auch schon fast auf. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein paar Spuren finden. Also leider partout keine Chance auf die beiden anderen Enten. Leider nicht. Da muss ich dann ein andermal noch drauf. Enten, wie gesagt, absolut spannend. Vielleicht kann ich das gleich sogar noch... Ich hatte ja noch ein Zelt gestellt. Ist es noch da? Ist es. Hier hatte ich nochmal eine Lock-Area für die Enten gemacht. Vielleicht gehen wir da gleich am besten nochmal kurz hin und gucken uns das an. Oder ich mache das einfach nochmal in einem extra Video mit den Enten. Ich glaube, das macht sogar mehr Sinn. Und hier rennen wir einfach nochmal eine Runde weiter. Sehr viel Schwarzwedel auch wieder hier unterwegs. Abgefahren. Mal so ein bisschen Strecke machen, jetzt wo der Wind gerade mitspielt. Schnell Richtung Norden. Nehmen wir mal das hier als nächsten Wegpunkt. Und ich mache mich noch mal ein bisschen weiter auf die Suche nach den Wapitis, Alten. Nee. Da muss ich doch noch mal 3 Schritte nach hinten gehen. Roosevelt Wapiti, Alten. Sehr gut. Die ersten Spuren. Sehr nice. Mehrere. 2 männliche. Bis zu 440, bis zu 440. Top. Wir sind auf der richtigen Spur. Hier oben in dem Bereich. Erster richtiger Kontakt. Sehr nice. Also, verfolgen wir die Spur. Ich habe mir gedacht, kann ja nicht schaden, oder? Einfach mal schon mal so ein bisschen rumtröten. Vielleicht meldet sich ja einer und da kommt sie. Oh, direkt hinter mir, close. Alter. 50 Meter. Abgefahren, der hat mich verfolgt. Nicht ich ihn. Der hat einfach mich verfolgt. Krass. Abgefahren. Was für ein irrer Zufall. Alter, und das sah auch noch nach einem mächtigen Geweih aus. Alter. Was für ein Wahnsinns... Geweih auch. Abgefahren. Rabams. Uff. Direkt durchs Herz. Auch noch die Leber mitgenommen. Silberwertung in Gänze. Gold ab. Ja, da fehlten 10 Punkte. Alter, nichtsdestotrotz. Richtig, richtig geil. Roosevelt war Pity. Mega. Feier ich richtig hart. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Vor allem das Geweih immer übertrieben riesig. Mega, ey. Was für ein Brocken. Sehr, sehr, sehr geil. Freut mich. Abgefahren. 7 mm Magnum. Passt. Alles, alles gut, ey. Gut getroffen. Geil, Alter. 1100 Geld. Ordentlich EP-Bonus. Nice. So, ich lock noch mal ein bisschen. Wow, Alter. Was ne Area. Und da hinten brunfte tatsächlich noch ein Roosevelt Wapiti. Was ne krasse Area hier. Sehr, sehr, sehr nice. Guck mal, hier vorne sogar wieder... Die Enten, sie sind wieder da und schwimmen einfach überall rum. Perfekt. Ich tröte jetzt noch mal ein bisschen.
Vielleicht kriegen wir die ja da hinten angelockt. Da flattern sie weg. Auch alles nur Stufe 2. Ich weiß gar nicht, ob sie in Stufe 3 gibt. Ob die dann Diamond sind. Oh, da ist er. Da ist er. 150 Meter. So, komm ran und beruhig dich erstmal ein bisschen. Da ist er. Auf 150 Meter kriegen wir doch hin, oder? Würde ich sagen, kriegen wir hin. Wenn er jetzt nicht mitten im Gestrüpp stehen bleibt, dann haben wir gleich noch den nächsten Roosevelt Wapiti-Alden. Alter, wo ich es gerade sage, rechts von mir. Ich glaube, da rennt noch einer. Hier rennt noch einer. Stufe 4 sogar. 70 Meter. Beide Lungenflügel. Aber nicht das Herz. Von der Seite ran. Noch besser. Stufe 4, der da hinten war nur Stufe 3. Der hat sich gar nicht gemeldet hier. Die ganze Zeit. Alter, Roosevelt Wapiti. Die sind ja sneaky unterwegs. Abgefahren, ey. Na? Da sind die Spuren. Mal eben nach dem Anschuss gucken. Ich hoffe, der war so gut, wie ich es dachte. Naja, ja. Ja, das sieht aber doch gut aus. Vernünftiger Anschuss. Direkt hier die nächste Blutung. 50%, also sehr gut. Sehr gut. 25%. Vorne liegt er. Im Duett, Alden. Close, 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 close. Und da liegt er auch. Abgefahrene Viecher. Ganz, 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 ganz wild. Ganz, 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 ganz wild. Goldwertung, Alter. Richtig nice. Da ist er. 305 Roosevelt Wapiti Alden. Mega. Noch besser als der vorherige. Richtig schön. Mächtiges Geweih. Sehr, sehr stattlich. Krasses Viech. Übertrieben, ey. Übertrieben. Was die für ein Geweih haben. Hammer, oder? Richtig, richtig krass. Super geil. Also Goldwertung, mega, alles erreicht. Mitgenommen. Alles erreicht für heute natürlich. Diamond ist irgendwann immer noch drin. Diamond geht immer. Und hier haben wir direkt noch den nächsten. Der war allerdings kleiner. Ich glaube, der war auch nur Stufe 3. Na, aber auch ganz schick schon von der... Nein! Nochmal eine Goldwertung. Also, Doppelgold, doppeltes Goldchen. Sehr schön, auch richtig schick. Auch hier vom Geweih her ein bisschen enger gefasst, aber sehr, sehr edel. Doppeltes Gold, zweimal Gold, Roosevelt Wapiti. Super, Alten. Ich freue mich. Richtig schick. Alter, finde ich sogar noch schicker bald, ey. Aber halt nicht so ausladend, das Geweih, ne? Krass. Mitgenommen. Abgefahren. Ordentlich Points gemacht, die Runde. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video zu The Hunter Call of the Wild. Oder wir sehen uns im Livestream auf Twitch.